Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge ETS 2. Und ja, wir sind, ihr seht, im Scania Schwerlast V8 unterwegs. Und wir fahren heute einen Schwerlast, was wir, glaube ich, noch nie gefahren sind. Also, korrigiert mich. Aber das kam jetzt im Auftragsmenü so vor, als wären wir das noch nie gefahren. Ja, genau. Wir sind im Scania unterwegs, nicht im MAN. Weil den Scania sind wir ja, haben wir ja, glaube ich, nur einmal gefahren, als wir den zusammengebaut haben. Und ich habe auch Bock, Scania zu fahren, deswegen passt es schon. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen außerhalb und holen dann unsere Fracht ab. Die sieht sehr riesig aus. Die wird gar nicht so schwer sein, glaube ich. Aber die wird sehr groß sein. Aber dazu dann mehr, wenn wir natürlich da sind. Ja, das ETS haben wir schon länger nichts mehr gemacht. ATS ab und zu, aber. So, Licht mal anmachen. Da ist ein bisschen zu dunkel, ey. Ja. Wir sind im Ostblock unterwegs, tatsächlich. Keine Ahnung, wie das Dorf heißt. Wir fahren auch ein bisschen länger tatsächlich für Schwerlast, aber jetzt nicht so mega lang. Also, es wird auf jeden Fall kein Zweiteiler oder so. Das alles safe soweit. So. Übrigens, ich habe das Spanien-DLC jetzt, oder das Iberia-DLC habe ich. Da war ich aber jetzt noch nie unten, da will ich auf jeden Fall mal hinfahren. Schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal zusammen hier machen oder ob wir das erst. Keine Ahnung. So, let's go. Aufträge. Und da ist das Ding. Wir fahren ein großes Silo. 20,1 mal 6,4 mal 6,4 Meter und 40 Tonnen. Also vom Gewicht her, wie gesagt, gar nicht so. Aber es ist halt riesig. Es ist echt groß. Und ich glaube, wir sind noch nie dieses Silo gefahren. Wir sind ja, glaube ich, schon, also wir sind schon einiges an Schwerlast hier gefahren. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das Silo schon mal gefahren sind. Ich meine, wir sind diesen riesigen Gastank gefahren, wir sind Kiste gefahren, wir sind Reifen gefahren, wir sind Bulldozer-Teile gefahren, Muldenkieber-Teile. Aber ich glaube, im Silo sind wir tatsächlich noch nie gefahren. Der Scania sieht bereit aus, würde ich mal sagen. Und ja, das kennen wir ja schon. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und ich würde sagen, Motor läuft. Licht macht man mal an. Rundumleuchten auch. Natürlich auch mit Frontblitzer. Wir fahren tagsüber. Na, wie ihr wisst ja Bescheid, tagsüber fährt man natürlich kein Schwerlast oder eher weniger Schwerlast. Aber ich hatte Bock, das jetzt mal wieder bei Tag zu machen. Weil sonst sieht man das nicht so geil. Und genau, jetzt sind wir noch allein unterwegs. Da vorne warten dann auch schon die Begleitfahrzeuge. Es sind gerade ein bisschen Lecks, ne, hat's gerade. Aber wie gesagt, ich hoffe, die legen sich jetzt unterwegs. Ein bisschen so, ups, ups, ups. Merkt das? Oder merkt nur ich die? Wieder eine. Jetzt, glaube ich, hat er sich gefangen. Schauen wir mal. Jetzt sind wir aber erstmal hier fett unterwegs. Und. Oh ja, es leckt schon, ne? Jetzt geht's wieder. Schauen wir mal, wie schnell wir unterwegs sein können. Wie gesagt, wir sind groß, aber nicht schwer. Also Überbreite, Überlänge und so weiter. Aber schwer sind wir tatsächlich eher nicht so. Und wir schauen es mal ganz kurz. Wir haben 200 Kilometer, also eine standardlange Strecke. Wir sind circa 3 Stunden unterwegs. Und ja, let's go, ne?
Das ist natürlich noch eine großzügige Kreuzung, da haben wir ja noch gut Platz drin, aber ihr wisst hier noch, einmal mussten wir bei so einer Autobahn-Mautstelle seitlich vorbeifahren und das war schon zu eng eigentlich, also da sind wir ja ein-, zweimal hängen geblieben. Ja, diese kleinen Mikrolecks, die gehen mir gerade schon ein bisschen auf den Sack, ne? Aber wir dürfen fahren, ne? Ja. Alles groß. Oha, ah, wo sind wir jetzt? Oha! Sind ein bisschen zu früh rumgefahren, Alter. Enge Kiste hier, das Ganze. Ja, der Scania regelt es. Jetzt, glaube ich, geht es dann irgendwann auch auf die. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Autobahn fahren oder nur auf diesen komischen Landstraßen fahren, aber ich denke, dass wir Autobahn fahren werden. So, ich weiß nicht, was in seiner Mission jetzt hier ist. Klar, nachts wirkt das alles nochmal viel anders da mit den Rundumleuchten und so. Klar, wir haben sie an, ne, aber sieht kein Mensch jetzt hier. Aber ist ja auch wurscht. Ich hätte jetzt mal Bock, bei Tag zu fahren. Nächstes Mal können wir wieder nachts fahren. Sehen wir schon, wie es passt. Der ist hier abgebogen. Ich hoffe, diese Mikrolecks, die werden sich wahrscheinlich die Folge nicht mehr legen. Aber ich hoffe, die nerven euch nicht zu krass. Mich nervt die schon hart. Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Die kamen jetzt erst mit dem Annehmen von den vom Auftrag. Als ich da gerade ins Spiel reingeladen habe, war da noch nichts drin. Naja, ist jetzt halt so. Muss man halt dieses Mal mit leben, aber wird jetzt schon nicht so hart abfacken, denke ich. Fernseher ist hier auch da, oder was? Als ob das so spektakulär ist, dass da so ein Silo durch die Gegend fährt. Ja, eigentlich schon. Es geht ja nicht um Silo, es geht ja eigentlich um die Wucht von dem Ding. Aber es laggt schon immer mehr, ne? Lass mal kurz ins Menü und wieder raus, vielleicht. Nee. Oder? Bisschen. Nee, eigentlich nicht. Ja, müssen wir jetzt halt mit leben, ist halt so. Schauen wir mal, beim nächsten Mal ist es nicht mehr so. Lex, die sind echt nicht schön. Aber egal. Müssen wir jetzt mitleben. Müssen wir einfach jetzt. Wenn so weit ist es ja nichts mehr. Es sind jetzt noch 170 Kilometer. Das ist ja gleich passiert. So, mal schauen, was mit dem jetzt hier los ist, mit dem LKW. Wir sind ja doch ein bisschen schneller unterwegs. Aber wird schon passen, glaube ich. Wobei, bis fast sind wir schon unterwegs. 60 ist erlaubt, 60 fahren wir. Alles so weit safe. Jetzt sind die Lecks weg. Jetzt sind sie wieder da.
Was ist denn das für eine Kugel hier? Einfach so eine random Kugel hier hingeplatscht. Aber es sieht halt echt so aus, als würden wir gar nicht auf die Autobahn fahren. Gut, hier im Ostblock gibt es ja eh keine Autobahn, aber ich mal irgendwie auf eine andere Autobahn. Es wird jetzt sogar langsam dunkel, aber ich glaube, vielleicht wenn wir ankommen, wird es dunkel sein, oder? Wobei, wir fahren ja echt nicht mehr so weit, ne? Was werden wir jetzt noch fahren? 100 Kilometer? Oh, 120 sogar noch. Falscher Knopf. Schon mächtig. Lass mal so challenge-mäßig, lass mal so einen richtig, richtig schlechten LKW kaufen. Also keine Ahnung, so ein Renault Magnum oder Premium, aber unterste Ausführung, Zweiachser und so weiter, Sechsganggetriebe oder so. Und dann auch so einen Schwerlastauftrag machen. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ja, da vorne müssen wir uns gleich abbiegen. Das Blinken ist jetzt überflüssig, das machen die ja für uns. Boah, perfekt rumgezogen. Ich wollte gerade sagen, die Lecks sind wieder weg, aber das hat sich dann schon erledigt. Aber das mit dem übelst schwachen LKW, das wollen wir auf jeden Fall mal machen. Das ist, steht so fest jetzt mittlerweile, gerade eben. Das habe ich jetzt so fest entschieden. Noch Luft gehabt. Blinkt mal wieder. Wir holen aber mal ganz entspannt aus jetzt hier. So. Aber wir haben gar keine bis jetzt noch gar kein krasses Manöver mit drin. Tatsächlich. Also sowas wie Autobahnauffahrt, wo wir dann da rumfunken und warten müssen und so weiter.
Bis jetzt gar nichts. Es ist so hell noch, dass man nicht mehr die Lichthupe sehen tut. Der fährt zwar ziemlich weit drüben, der Safety Car, aber wir können ja trotzdem easy auf den Grünstreifen fahren, ist ja alles safe soweit. Ja, jetzt fahren wir auf eine Autobahn. Ja, mit so einer Autobahnauffahrt haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich hätte eher mit sowas hier gerechnet, wie da drüben war. Hä? Klatscht er einfach den Retarder rein. Ach so, weil ich noch die Ding drin hatte, den Tempomaten. Meint ihr, wir machen jetzt einen Spurwechsel? Nee, oder? Sieht nicht so aus. So, hier vorne geht die Spur eh wieder zusammen. Da ist die Autobahn, das Stück Autobahn auch schon wieder Geschichte gewesen. Ich denke, wir werden auch gleich da sein, oder? Ja, 31 Kilometer noch. Das ist ja so gut wie da eigentlich. Ich glaube, das hier ist schon die Stadt, wo wir jetzt sind. Das ist schon die Stadt, wo wir hin müssen. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder außerhalb einmal durch die Stadt fahren und dann außerhalb auf dem irgendeinen Bauernhof wieder drauf fahren, so wie da, wo wir ungefähr, wo wir es abgeholt haben. Da steht ein Bulldozer, ein schöner. Jetzt waren die Lags waren kurz wieder weg, jetzt sind sie wieder da. Das ist ganz komisch. Hoppala, wieder drin. Früh rumgefahren ums ganze Spektakel. Andererseits sind die Lags jetzt wieder weg. Jetzt sind sie wieder da. Vielleicht sind es auch. Liegt's auch an dem an den Schwerlastdingern. Aber ich denke nicht, oder? Und ich wüsste jetzt nicht warum.
Sonst war es ja auch immer nicht so. Ja. Nach jeder Kurve geht's immer irgendwie. Und dann irgendwann nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr. Aber jetzt sind wir auch gleich da, Freunde. Jetzt ab hier übernehmen wir aber danach. Oder fährt er mit rein? Ne, der fährt nicht. Oder? Ne, der fährt nicht mit rein. Ah, Silo kommt. Absadeln. Und abgeschlossen. Ja, Freunde, das war's schon. Wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.